das dritte Semifinale mit Ahmed Katar, mit Franz Mayer aus Österreich, mit Basiri aus Marokko, mit Vasquez aus Puerto Rico, mit McBride, einen kleinen Selbstdarsteller vor dem Start. Mal sehen, ob er es auch im Lauf umsetzen kann. Mit Mark English aus Irland, mit Melly aus Kenia und mit Mascol von den Barbados. In diesem Altersbereich sind schon ganz, ganz viele tolle Leistungen abgeliefert worden. 8 Athleten, 17, 18 Jahre alt, unter 1,44. Das ist eigentlich sensationell. Franz Mayer, Nikolaus Franz Mayer aus Linz, der 17-Jährige, kann in 2 Jahren nochmal WM laufen. Und wir bekommen gleich einen Gast und der ist uns lieb und teuer, denn der gute Dennis Krüger hat sich im ersten Semifinale ja qualifiziert. Und das hat er richtig gut gemacht. Wir werden gleich mit ihm reden dürfen. So, das ist der Kanadier. Das ist McBride, der immer wartet, dass die Kamera auf ihn gerichtet wird. Und dann versucht er mit Posen auf sich aufmerksam zu machen. Die Zeiten, die gelaufen wurden in den ersten beiden Semifinals, ja, es geht auf 1,50 zu. Das heißt, über die Zeitregel haben ja alle Läufer ihre Chance. So, also die ersten beiden, Franz Mayer, der Österreicher, ist in seinem Vorlauf 1,49,31 gelaufen. Wenn die anderen mitspielen, dann könnte diese Zeit, wenn er sie wiederholen kann, die würde für das Finale reichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ausgeht. Denn normalerweise müssten alle wissen, die hier am Start sind, was die Glocke jetzt geschlagen hat. Wesley Vasquez aus Puerto Rico an der Spitze. Jetzt schon nicht mehr. Jetzt ist es Melly aus Kenia. Als Kenianer kommt er hier mit einer Zeit von 1,48,5 an. Das ist nicht so sensationell, aber bitteschön. Die 734 Wesley Vasquez aus Puerto Rico. Die 142, das ist Brendan McBride. So, wo liegt der Österreicher? Der Österreicher ist weit hinten. Er ist ziemlich weit hinten. Die Durchgangszeit, das ist mit Abstand die schnellste. So, das heißt also, wenn Sie jetzt nicht einschlafen, dann kommen die beiden Zeitschnellsten aus diesem Semifinale. Und sie schlafen auch nicht ein. Nein, sie tun es ganz sicher nicht. Brendan McBride, das ist nicht nur ein Selbstdarsteller vor dem Start, sondern der hat auch was auf der Spule. Der geht nämlich jetzt auf und davon. Und neben ihm ist es Melly aus Kenia. Dann kommt mit der 734 Vasquez aus Puerto Rico. Die ersten beiden, nur die beiden ersten und alle anderen, die dahinter ankommen, müssen über die Zeitregel gehen. Neben mir sitzt, wie gesagt, Dennis Krüger, der ganz gebannt zuschaut. Jetzt kommt mit der 437 Mark Englisch an und das ist ganz, ganz eng. Der Kenianer gewinnt und wer wird Zweiter? Zweiter wird Wesley Vasquez und dann geht's über die Zeitregel. So, und es ist klar, der Dritte und der Vierte sind im Finale. Jetzt können wir schön durchschnaufen und jetzt darf ich dir gratulieren, mein lieber Dennis. Du hast eine taktische Meisterleistung abgeliefert. Also, wer mit dieser Zeit 1,48,94 hierher kommt und dann so läuft, Respekt. Ja, das, Taktik ist halt alles. Also, ja, ja, alles ist es nicht. Man muss schon ein bisschen laufen können. Aber das hast du natürlich mit vollster Berechnung gemacht, die ersten 400 Meter von der Spitze zu laufen. Ja, ich habe es wieder mal geschafft, so dem Feld ein bisschen meinen Stempel aufzudrücken. Ja, ja. Das habe ich schon im Vorlauf so gemacht und die haben gut mein Tempo angenommen. Warum lassen die sich das gefallen? Ich weiß nicht, ich bin zufrieden damit. Ja. So, und nach dieser Durchgangszeit, wenn man also mit dieser Angangszeit herkommt, dann stehen natürlich die Türen offen. Ja, ist immer alles offen. Es ist nur immer wieder verwunderlich, dass sich Leute das gefallen lassen. Wobei Amos war verletzt. Also Amos hatte was, der Läufer aus Botswana, denn der ist normalerweise meilenweit überlegen. Ja, ich war, sag mal, beim Aufwärmen habe ich auch was gemerkt. Mein Oberschenkel war auch nicht so gut. Also deswegen musste ich auch schauen im Rennen jetzt. Aber hat alles gehalten und ja, hat funktioniert. So, mein lieber Dennis, in der Vorbesprechung sagt man sich, pass mal auf, die und die sind da. Du musstest ja eigentlich davon ausgehen, dass Amos wie im Vorlauf Tempo läuft. Nee.